Tag 2022, 13. November, Friedhof Weilerstadt. Hier ist kein Mensch am Trauern, kaum jemand zu sehen hier. Es ist auch mildes Wetter, ungewöhnlich mild für einen Volkstrauertag. Ganz ungewöhnlich mild. Und ich laufe jetzt da auch mal vor, da liegt eine nahe Angehörige, Geburtsjahr 1933, ist die Aussegnungshalle. Und wo jetzt der Festakt ist in Weilerstadt, heute ist in Weisingen, einer der Teilorte wahrscheinlich, da war ich dreimal dabei, habe ich festgestellt. Und später noch im Bundestag vielleicht. Bis dann, tschüss.